Um die Wurst, da geht es nur am Würstelstand, meine Lieben. Heute machen wir uns ein schnelles Gericht. Wir werden es aber nicht übertrieben schnell machen. Und zwar machen wir uns eine Bosner. Das Bosnerwickel habe ich gekauft. Oben ist eingeblendet mein Sauerteig. Das kann man auch natürlich selbst machen, das Wickel. Das habe ich gekauft. Die Bosner, ich weiß nicht, ob man da die in Deutschland als solches kennt, die gibt es bei uns hauptsächlich am Würstelstand. Die Bosner wurde in Salzburg erfunden, 1949 von einem Bulgaren. Der hat geheißen Zanka Todorov. Und der hat als erster diese Bosner in Salzburg gemacht. Damals hat er eine Bratwurst hier mit Curry. Ich habe hier Curry, Paprika, das ist das Gewürz, das wir dann verwenden. Das geben wir einfach da. Hier habe ich eine Zwiebel geschnitten. In dem Gewürz drinnen habe ich jetzt noch ein Paprika und Curry und hier einfach ein Tomatenketchup. Und damit wird hinterher der Wecken bestrichen und die Würste bestrichen, da kommen dann die Würste drauf. Ich rühre das mal durch, da brauche ich noch ein bisschen Ketchup. Ein bisschen mehr Ketchup. Und dann kommt hier in das Brot, das ich auch hier auf einem Grill noch anbrate, kommt der Senf hinein. Der Herr Todorov hat damals die Bratwurst, die er genau so zubereitet hat und einen Wecken einfach drumherum gegeben, Bosa genannt. Und das ist bulgarisch für Jause. Und 1950 wurde dann in Salzburg irgendwo in einer Seitengasse zur Getreidegasse ein sogenannter Balkangrill, einer der ersten Würstelstände Salzburgs, den es heute noch gibt. Die Bosner, die Bosa sozusagen, dort an die Leute verkauft, weil es ein schnelles Fastfood gewesen ist. Und dann kam ein Schriftenmaler, der kam aus Bosnien. Und der hat dann das Bosa falsch geschrieben und die Bosna war erfunden, weil er hat in die Mitte einfach ein N hineingegeben. Ja? Also damals schon Multikulti, Salzburg war international und der Bulgare und der Bosnier haben dann quasi, der eine, weil er es falsch geschrieben hat, der andere, weil er toller Koch war, die Bosner gemacht. Ich stelle das jetzt am Ofen, da gebe ich noch ein Ketchup rein und wenn ich die Bosner dann in das Weckerl gebe, auf das ich mich schon freue, dann schaut's mal wieder zu. So, jetzt geht's los. Ein österreichisches traditionelles Gericht, die Bosner. Ja, auch wenn es sich gar nicht so richtig österreichisch anhört, die Geschichte habe ich euch erzählt. Es kommt da jetzt rein ein bisschen Senf. Die streichen wir ordentlich ein hier. Das ist ein ganz einfaches, schnelles Gericht. Schmeckt jedem, es schmeckt die Kinder, es schmeckt den Großen, es gibt, glaube ich, keinen Mann, dem das nicht schmeckt, auch keine Frau. Das ist einfach ein ganz traditionelles. Das ist kalt, Ketchup, Gewürze, so wie ich es euch am Anfang gezeigt habe. Und jetzt schaut's her. Eins, die sind ein bisschen heiß natürlich. Zwei, die könnt ihr auch in der Pfanne machen, ja. Zusammengeklappt. Am Würstelstand würdet ihr jetzt da eine Serviette drumherum kriegen. Die habe ich jetzt zu Hause nicht. Aber jetzt schaut her, so schaut die Bosner fertig aus. Lasst es euch schmecken. Gerry kocht das Beste ganz einfach. Kocht es nach, lasst es euch schmecken.